So, und willkommen zurück hier bei Anno. Und nach langem Hin und Her habe ich auch endlich mal die Pause-Taste gefunden. Hätte ja mal vorher nachgucken können, wo die ist. Aber ich wusste, es gab ja eine P. Zumindest mal das Standard-Tastenkürzel dafür. Sie wünschen? Ja, ich wünsche, Sie spielen. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Oh, das werden wir definitiv an Sie nicht brauchen. Das bedeutet, du darfst schon mal zurück und dich reparieren lassen. Das haben wir sehr recht und du nun natürlich dann auch. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. Nee, keine Sorge, mein Freund. Okay, du bist das Ziel, nicht mehr. Ja, nicht ich will doch da, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Energieverbrauch minus 50%. Ja, das ist halt, was uns echt irgendwie nicht so nutzt. Nicht so viel zumindest nutzt. Gewöhnlich bin ich eins. Ja, ich weiß. So, wir könnten uns jetzt die SSAT-Sachen leisten. Das Problem ist, wir brauchen Kaffee. Hier ist halt echt bescheiden. Oh, Mann. Die Insel wäre natürlich am schönsten von allen. Muss ich offen und ehrlich dazu gestehen. Oder die hier oben. Nee, auch nicht. Hier könnten wir Kaffee hinmachen. Aber ich brauche halt auch das Obst. Es ist echt ärgerlich, dass ich hier so spät geschalten habe bei der Insel. Mist. Ja, das ist Hai Nun. Ja, ich weiß. Wie zum Teufel konnte ich mich an ihren Radargeräten vorbeischleichen? So, 12 Leute, wo aufsteigen wollen. Wir haben jede Menge Akkuschrauber da. Wir haben... Machen wir das. So. Auf der Seite wäre es ja fast schon etwas besser, ne? Wenn es halt so wäre. Ja gut, die Dinger sind ein bisschen blöd angeordnet. Von mir gebe ich offen und ehrlich mal zu. So. Dann machen wir zumindest ein bisschen Umwelt plus. Ja, das Kaffeeproblem. Drei, vier Geschütztürme. Aber wenn wir gegen den in den Krieg ziehen, sieht's hässlich aus. Du bist das Ziel. Nicht mehr, nicht weniger. Was denn? Und mit ihm stehen wir eigentlich relativ einigermaßen gut da. Einigermaßen. Nicht wirklich exzellent, aber immerhin einigermaßen gut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir brauchen immer noch Betonzellen, Bauzellen. Besser gesagt, die SSAT hätte ich halt schon irgendwo gerne. Aber ohne Kaffee nützt uns das relativ wenig. Und hier haben wir all die Verstrahlung. 200 weniger. Die Leute werden halt todunglücklich sein. Die werden wirklich todunglücklich sein. Und hier das raufzubekommen, wird echt schwer. Das ist blöd. Das ist echt sehr blöd. Da ist auf beiden Inseln irgendwas Negatives drauf. Ah ja, da. Okay. Ich habe es verstanden. Hier unten sind wir zu nah an Keto. Hier die Insel. Wird mir wahrscheinlich nicht anders übrig bleiben, zu sagen, wir nehmen dann diese Insel für die SSAT. Weil ohne Forschung werden wir halt früher oder später den kürzeren ziehen. Ja. Alle Systeme bereit. Ja. 10.000. Aktuell geht es uns finanziell gut. Ich grüße Sie. Mein Name ist Professor Dr. Salman Devi. Ich bin Sprecher des unabhängigen Wissenschaftsrates von SAAT, dem führenden internationalen Gremium für Forschung und Wissenschaft. Wir beobachten Ihr Vorgehen in diesem Sektor mit großer Neugier. Und Sie verfügen, wenn Sie mir eine persönliche Bemerkung gestatten, über faszinierendes Potenzial. Der SAAT-Ethikrat kam unter der Leitung der ihm vorsitzenden künstlichen Intelligenz Father zum Schluss, dass das Risiko vertretbar ist, Ihnen Zugriff auf unsere modernsten Hightech-Verfahren zu gewähren. Eine Entscheidung, die ich ausdrücklich begrüße.
Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie ab sofort Zugriff auf unsere Unterwassertechnologien zur Nutzung der Tiefsee. Damit lassen sich Rohstoffprobleme im Handumdrehen lösen. Außerdem lizenzieren wir Ihnen die Errichtung von Forschungslaboren und Akademien und gewähren Zugriff auf unsere Flugzeugkonstruktionspläne. Ich wette, Sie sind sprachlos. Und das alles erhalten Sie gegen einen kleinen Beitrag zur Fortführung unserer Forschungsarbeiten. Fantastisch, nicht wahr? Schlagen Sie ein. Werden Sie Mitglied von SAAT. So, ja, das ein kleiner Überblick, was die SAAT eigentlich ist. Kleiner Beitrag, ja, 10.000 Credits. Tech-Gebäude erhalten. Ist Transfer aller Tech-Baupläne abgeschlossen. Ist natürlich... Trimaran fertiggestellt. Routinen werden geladen. Ja, bla 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 bla. Erwarte Ihren Befehl. So, was kostet das Ding hier eigentlich? Trimaran fertiggestellt. Nur 5.000 Credits. Ja, super. Trimaran fertiggestellt. Ups. So, jetzt müssen wir hier einfach nur gerade mal warten, bis wir das Teil bekommen. Ja, das war eigentlich klar. Ne? Hier unten dürfte eigentlich überhaupt keine Attraktivität da sein. Ja, jetzt muss ich nur dran denken. Achtung, Produktionsstillstand. Bla. Schmelzwerk, welches ist das da drüben? Gut. Was wollte ich jetzt hier bauen? Kultur. Das alte geht dahin. Also wir brauchen hier diese ganze Reihe. Okay, das sollte sich hoffentlich ausgehen. Recht gut. Achso, wir kommen gar nicht weiter raus. Dann machen wir das doch anders. So. Genau. So. Eine Straße bitte. Mindestens eine. So, dann schauen wir mal. Nee. Haben wir hier Bauzellen? Wir haben Bauzellen da. Okay. Dann schippe ich das Ganze erstmal mit Straße. Ja, bis dahin dürfte dann der Trimaran dann auch irgendwann fertig sein, ne? So. 1, 2. Jetzt ist die Frage, langt das schon so von der Straße her, so bis dorthin, wo ich hin will? Nee. Das ist nicht schlimm. Ganz und gar nicht. So. Und jetzt gucken wir, dass wir da die ganzen Gebäude anschließen. Hier zwischen rein machen wir eine Straße runter. Ja, das sieht doch einigermaßen gut aus. Und hier noch eine Straße rüber. Da kriegen wir hier die 2 rein, wie ich das so gerne hätte. Tauchtiefe erreicht. Oh. Unterwasserantrieb einsatzbereit. Sehr schön. So, da kriegen wir eh kein Gebäude mehr rein. Und dann machen wir das halt so. Genau. Kann man so stehen lassen vorerst. So, dann machen wir hier natürlich noch gerade die Gebäude fertig. Warum langt das jetzt bitte nicht? Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ja, ist schon okay. Wie ich jetzt aber erstmal so gemütlich hier in der Stadt weitermache, ne? Ganz klar. Jetzt heulen die rum, weil die keinen Anschluss haben oder was? Ja, zum Fluchen. Fahrzeug durch feindlich Trimaran fertiggestellt. Was? Tauchroutinen werden geladen. Ich hätte gleich dorthin gucken sollen, hä? Nein, die haben meinen Trimaran versenkt, oder? Super. Schmeißt mal Effekt. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Oh. Wow. Das passiert, wenn man nicht auf die Minimap achtet. Das ist. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, also, okay. Das ist ja jetzt. Mach's kaputt! Das war jetzt natürlich mehr als nur dämlich. Da hätte ich doch gleich gucken sollen. Ah, wo habe ich es nicht gesagt?
dass das so kommt. Wenn ich dann hingucke, dann fange ich jammern an. Mann, 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 Mann. Ab und an, ne? Fahren einfach mal Richtung Geschütze. Mal gucken, können wir die mitlocken? Das wäre genialistisch. Und müsst auch nur da rein. Ne, die zerstreuen sich wieder. Machen wir das da. Also jetzt sind sie gerade wieder echt aggro. Okay. So, das war der erste. Der zweite folgt zugleich. So. Der dritte hinterher. Das ist nicht lang ganz. Da holen wir bei zwei die Sonden mit dazu. Sehr schön. So. Die verpieseln sich alle gerade wieder. Sehr schön. Ja, ja, fang halt das Speichern an. Spiel gespeichert. So. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne aber wieder mehr Steuern, beziehungsweise wieder bessere Bilanz. Wie wäre es damit? Da kriegen wir ja keine Gebäude hin. Ja. Da lasse ich Platz für Feuerwehr, weiß der Geier, was wir noch alles brauchen. Okay. Wenn er schon so ignorant dasteht, dann zeigen wir ihm, was passiert. Für die SSAT geben wir ja jetzt noch gar kein Geld aus. Okay, das ist sehr gut. Aber Militärunterhalt ist natürlich auch schon einigermaßen enorm. Und ja, er zieht sich zurück. Dann würde ich fast sagen, fahrt ihr auch alle bitte wieder nach Hause. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, gut. Könnten mal dran denken, zumindest einen Teil Munition zu verkaufen. Da ist er. Zumindest mal nicht alles, aber immerhin. Und das Schiff darf mal wieder meine Lieblingsbeschäftigung nachgehen, einsammeln. Ich komme zu echt überhaupt ein nichts anderes Häuschen, mehr. Ein guter Job. Was will man mehr? Mehr Tee, zum Beispiel. Das wird ja immer bescheidener, will ich mal es nennen. Dafür, dass ich nur vorhatte, anfangs hier auf der Insel so wenig wie möglich zu bauen an Produktion, komme ich gar nicht mehr drum rum, irgendwas anderes hier noch zu machen, ne? Und die Musik verheißt doch auch wieder nichts Gutes. Supi. So. Ach, so langsam aber sicher wird es hier voll. Ich sollte das so langsam aber sicher weglassen, ne? Das ist ja enorm. Ich kriege hier ja bald gar nichts mehr unter. So. Was machen die jetzt? Komm, also jetzt langt's mal mit dem Schiff hier. Also, ich meine, irgendwann ist echt Essig. Das ist jetzt erreicht. So. Ach, das war unsichtbar wieder, ne? Ja. Und hier noch. Und das kann er nicht mehr einsammeln. Kompliment. Das war gut. Obwohl ich jetzt gerade gar nichts gemacht habe? Ist ja auch interessant. So. Sammeln wir das hier noch ein und das da vorne. Ein bisschen mehr auf die Schiffe echt mal achten. Zumindest auf die Minimap. Das wäre wichtig. So. Du verkaufst dann auch an ihn. So. Was kann SAAT für Sie tun? Sie können jederzeit. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen hier noch bald anstellen soll. So viel ist das, was ich hier jetzt dann habe. Also zumindest an Lizenzen. Sie wollen zu mir? Zumindest die Forschung hätte, könnte ich schon sagen. Ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft.
Wie kann ich helfen? Trimaran steht bereit. Trimaran bereit. So, wenn ich zumindest... Gehen Sie an Bord. Wenn ich zumindest die SSAT schon mal irgendwie irgendwo hätte, ne, dann wäre das von Vorteil, weil man kann hier jetzt dann auch schöne Sachen bauen. Mit den Tags, ja, toll. Ja, das ist für Unterwasser, das ganze Eidenkraftwerk. Das ist für U-Boote, das brauchen wir nicht wirklich anfangs. Ja, dann halten wir hier zumindest auch den Flughafen, hier die ganzen Unterwassergebäude. Ja. Die haben schon interessante Sachen, so ist es nicht, ne? So, da halten wir dann auch dieses nette Schiffchen und wie man sieht, es hat einfach von sich aus überhaupt keine Waffen, ne? Es hat hier den EMP, der ist nicht verkehrt. Und ja, was ist jetzt das Tolle, wenn man die hat? Ganz einfach, also für all jene, die das nicht kennen, ich finde diesen Moment immer so geil. So, das ist ja so das Maximale, wie man runter kann, ohne die SSAT. Und jetzt... Schön. So, das nutzen wir einfach. Tiefe erreicht. Unterwasserantrieb einsatzbereit. Ich finde die Musik, die hier unten herrscht, einfach sehr beschaulich. Das ist sehr schön. Ja, hier sieht man dann diese gelbe Umrandung. Das sind die Schiffe, die über Wasser sind. Das sind unsere Frachter. Den lassen wir jetzt einfach hier mal zu dem Kerle fahren, um da einfach auch so ein bisschen zu gucken, was hat er denn Schönes. Ich hätte eigentlich gleich zu ihm gehen können und kann natürlich gleich so machen, ne? Bumm! Auch ein bisschen höher. Aha, interessant. Energieverbrauch minus 25%, das werden wir uns definitiv dann gönnen. Ich kann das auf der anderen Insel nicht leisten. Schade eigentlich. Trefferpunkte 15%, das ist jetzt auch eher mal Nonsens. Also bevor ich da die nächste Seite anklicke. Registriere unbekanntes Individuum auf dieser Insel. Ja. Manche glauben, unsere Hightech-U-Boote seien die Zukunft. Sie gehören zu den wenigen, denen ich ein solches U-Boot anvertrauen würde. Ein übereilter Geschäftsabschluss bringt ohnehin nichts. Ich überlasse Ihnen dieses U-Boot und hoffe, Sie gefährden damit nicht ETOs Mission. Ach so, weil er schon ein bisschen beschädigt ist. Deswegen. Jetzt hat. Ich wollte gerade sagen, warum ist das so günstig? Es ist nicht viel, was wir hier unten zu verkaufen. Das klingt nach einem fairen Geschäft. Ja. Ist schon ganz klar. Öko. Trefferpunkte 10%. Ja, das ist eher unwichtig. Schildgeneration. Schilder allgemein mit Regeneration und so ein Zeug. Verbessert alle Tech-Gebäude, Metall. Ja, gut. Auch eher nicht so das Waren. Okay, das bedeutet. Wir müssen jetzt erstmal vor diesem Bötchen hier fliehen, denn die können uns ja trotz alledem angreifen. Also ist das eigentlich auch eine blöde Idee, dort unten hinzugehen, weil dann Hector uns dauernd auf der Pelle hockt. Oh Mann, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Wie viele Schiffe kann ich mir jetzt leisten? So, wir brauchen 20 davon. Also dann hätten wir 30 schon mal. 3. Das sieht jetzt eigentlich genauso gut aus. Also 1, 2, 3. Energieversorgung mangelhaft. Warum ist jetzt die Energieversorgung hier auf einmal wieder mangelhaft, hä? Das ist natürlich blöd, weil wir jetzt ja immer noch das Problem haben. Ich könnte zwar aufbauen, ne, aber ja, so viel bringen die dann auch nicht mehr. Wenn die nebeneinander sind, wie viel haben wir denn? Ja, wenn wir nur noch unter 50% machen. Das ist schlecht. Ja, effektiv ist was anderes, das ist mir ganz klar. Ich hätte jetzt fast gesagt, 70% ist okay, ne? Aber ob ich das
irgendwie hinkriege, dass wir hier immer 70% haben, ist natürlich die nächste Frage. So. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Okay, das war's auch schon wieder für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Baba.